Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf zum Schluss der Debatte als letzter Redner erst mal sagen, von Ordnungsruf bis Heiterkeit ist da alles dabei gewesen. Aber vor allen Dingen darf ich feststellen, dass bei dem Thema, das die Grünen sich heute gewählt haben, der Versuch einer Skandalisierung der Abgastests nicht gelungen ist. Und das ist die wichtigste Feststellung. Und ich will Sie gleich mal mit einer Zahl konfrontieren, Herr Krischer, 4 Prozentpunkte. Diesen Wert haben die Grünen in Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen seit Januar 2016 verloren. Damit haben die Grünen gut 36% ihrer Zustimmung verloren, seitdem die Vorschläge der EU-Kommission zur Einhaltung von Umweltanforderungen durch die Automobilhersteller vorgestellt worden sind. Und ich kann verstehen, dass da Nervosität bei Ihnen aufkommt, bei den anstehenden Wahlen, dass die Nervosität zu 100% steigt, wenn Sie nach Nordrhein-Westfalen gucken. Und was wir hier heute gehört haben, das ist ein Beitrag zum Wahlkampf gewesen, aber nicht eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Sachthema. Schauen wir uns mal die Vorschläge an, die die Kommissarin Bienkowska und der Vizepräsident Katainen gemacht haben. Im Kern geht es bei den Vorschlägen besonders um eine EU-weite Regelung bei den Typenzulassungsverfahren, was insbesondere die Motorensoftware betreffen soll. Diese Regelung, meine Damen und Herren, ist doch grundsätzlich zu begrüßen. Wir setzen einheitliche Standards, um verbindliche Vorgaben für Zulassungsverfahren im gesamten Binnenmarkt zu machen. Das schafft Transparenz, und das ist auch die Aufgabe der Kommission, unterschiedliche Zulassungsregeln anpassen und gemeinsame Standards setzen. Denn so gewinnt im Wettbewerb das umweltfreundlichste Auto und nicht das teuerste Auto und nicht das Auto aus dem Land mit den vorteilhaftesten Regelungen. Und die Bundesregierung lehnt an dieser Stelle im Übrigen an keinem Punkt strengere Abgastests ab. Im Gegenteil, es ist doch schon lange beschlossen, dass ab September diesen Jahres Real Driving Emissions Prüfverfahren gelten, mit denen wir Emissionen der Fahrzeuge im tatsächlichen Fahrbetrieb analysieren. Das ist der richtige Weg, und von den sehr theoretischen Werten der Labortests im bisherigen Testverfahren sind wir damit weggekommen. Was völlig zu Recht abgelehnt wird, ist ein weiterer Kompetenzzuwachs der Europäischen Kommission. Wir brauchen keine zusätzliche Kontrolle nationaler Behörden durch die Kommission. Die Arbeit nationaler Behörden kontrollieren, das können wir gut selber machen und zur Not mit Hilfe des Parlaments. Was die Prüfdienste, Herr Krischer, angeht, hat die Bundesregierung auch eigene Vorschläge vorgelegt. Durch ein rollierendes Verfahren kann die Unabhängigkeit zwischen Prüfdiensten und Herstellern genauso sichergestellt werden, und das auch mit einem deutlich geringeren Verwaltungsaufwand. Ich stelle mal fest, dass Sie heute mit Ihrem Beitrag hier allenfalls die Themenflaute in Ihrer Partei versucht haben zu bekämpfen, und dazu haben Sie sich die Aktuelle Stunde genommen. Themenflaute stammt übrigens nicht von mir, sondern schreibt heute die Westdeutsche Allgemeine Zeitung über das landespolitische Geschick der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Ihre Umfragen sind schlecht. Sie kämpfen um Ihre parlamentarische Existenz, sagt Ihre Spitzenkandidatin Frau Löhrmann. So langsam kommt das ganze Ausmaß der Zwangsbeglückung der Bürgerinnen und Bürger nämlich ans Licht. Vergesellschaftung von öffentlichen und privaten Flächen in Nordrhein-Westfalen, die Art und Weise des Ausbaus der Windenergie in der ländlichen Region, die Überbetonung artenspezifischer Aspekte und. Aktuelle Stunde ist gar nicht lang genug dafür, dass ich Ihnen das aufzählen kann. Und da ist der Veggie Day noch gar nicht mal mit inbegriffen. Aber, Herr Kollege Krischer, ich hatte auch ein schönes Erlebnis, als ich die Zeitung gelesen habe heute. Als ich die FAZ in der Hand gehalten habe, habe ich von Ihrem Kollegen Hofreiter, der ist heute leider nicht da, ist aber ein wichtiges Thema, ich zitiere ihn, er hat gesagt, wir haben großes Interesse an einer umweltpolitischen Regulierung. Eine Industrie, die nicht mehr in Deutschland ist, kann nicht mehr von deutschen Grünen reguliert werden. Sehr wahr, kann ich an der Stelle nur sagen. Und deshalb verdient die Bundesregierung bei ihren in Brüssel vertretenen Standpunkten Unterstützung. Wegen einer umsichtigen Verschärfung der Abgasregelung, aber auch
weil die Automobilindustrie viele Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland hat. Und deshalb ist Augenmaß gefragt und nicht das, was Sie hier heute aufgeführt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite und dritte Beratung der von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD sowie von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamts.